Nachdem der offizielle Teil des Tages beendet ist, haben wir noch die Möglichkeit, einige wichtige Leute zu interviewen. Dürfen wir Ihnen eine Frage stellen? Ja. Was sind Ihre Eindrücke von diesem Tag heute und von allgemein von diesem Projekt? Ich finde das insgesamt ein wunderbares Projekt, das wir ja auch Jahr für Jahr fortsetzen wollen. Das hat einen Anfang genommen in einer Jugendbegegnung vor einigen Monaten in Schlesien, die Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen und aus Schlesien gehabt haben. Ich habe neulich eine Fortsetzung erlebt in einem Zeltlager, das wir damals vereinbart haben. Und nun dieses Treffen, das ist der richtige intensive Austausch zwischen den Jugendlichen. Ich vermute, dass sie untereinander noch viel lebhafter sind, als sie im Umgang mit den Politikern sind, sodass ich hoffe, dass sie auch viel davon mitnehmen. Und Sie waren selber vor kurzem auch in Polen. Und was für Eindrücke haben Sie da gewonnen? Wir waren in Katowice und in Schlesien also. Ich muss sagen, alles das, was ich dort wahrgenommen habe, entspricht dem, was ich aus Nordrhein-Westfalen, das heißt aus dem Ruhrgebiet, kenne. Wir sind sehr verwandte Regionen, jedenfalls das Ruhrgebiet. Und für Nordrhein-Westfalen gilt das Ähnliches. Wir sind alle drei aus der Montanindustrie geprägte Regionen, die jetzt, Nord-Pas-de-Calais hat bereits den Bergbau völlig geschlossen. Wir sind doch auf einem sehr kleinen Niveau der Kohleförderung. In Schlesien ist das noch anders, aber auch da ist ein Umstrukturierungsprozess in Gang. Es ist sehr ähnlich. Und wenn jemand wie ich aus dieser Landschaft kommt, gewissermaßen aus der Montanindustrie geboren ist, dann riecht man das, wenn man kommt. Und für mich war da nichts Neues außer der Sprache. Und eine Frage noch, wie sehen Ihre Beziehungen zu den polnischen Politikern aus? Ist das irgendwie anders als zu anderen Politikern? Nein, es ist ja immer eine Frage des persönlichen Kennens und des Vertrauens, das man hat. Und den Marschall Olbricht habe ich eben beim letzten Mal kennengelernt und ich glaube, wir haben eine Sympathie füreinander, dann ist das gut. Und den heutigen Ministerpräsidenten Buzek kenne ich auch, den habe ich bei der damaligen Gelegenheit kennengelernt. Wir haben wirklich, es hat mich sehr beeindruckt, wie offen beide mir gegenüber waren und wie rasch wir ein fast freundschaftliches Verhältnis gefunden haben. Okay, danke schön. Okay.